Hallo Leute und herzlich willkommen zum 100 Abonnenten-Special. So, da habt ihr jetzt gerade schon etwas gesehen, denn die Kamera ist mir jetzt leicht verrutscht. Ja, ich mache mal ganz kurz einen Schnitt rein, weil sonst geht hier alles noch kaputt. So, jetzt habe ich's. Und zu meinem 100 Abonnenten-Special. Ich habe mir vorhin etwas auf Folie kopiert, nämlich ich bin ja Freiburg-Fan. Das Freiburg-Füchsle da und das habe ich direkt mal in so eine Hülle reingestopft. Das sieht auch dann, es kommt auch dann richtig gut. Das werdet ihr in nächster Zeit öfters in meinem Hintergrund sehen. So, dann komme ich jetzt mal, was ich öffnen werde. Ich habe hier 12 Entdeckel Brasilien Sticker-Päckchen von Edeka. 4 Bundesliga Chrom-Packs. 4 Pokémon Probepacks. Eine Magic Textin. Und hier FC Bayern München. Und FIFA World Cup Brasil. Ich finde, das ist fürs Öffnen ein gutes Teil oder etwas Gutes für 100 Abonnenten. Ja, okay, da mache ich jetzt nochmal etwas Kleines. Ja, ich denke, ich mache vielleicht auch bald eine Kanalpräsentation oder Kanalvorstellung. Denn das hat er auch schon von mir gemacht, nämlich Boost-Kanal. Eher neu auf YouTube und ja, sein Profilbild ist mit diesen FIFA World Cup Brasil Stickern. Ja. Wollte mich einfach nochmal sehr herzlich bedanken, dass du das gemacht hast. Hat mich richtig arg gefreut. Ich war auch ganz erstaunt irgendwie. So, ja, das war jetzt meine kleine Dankesrede. So ähnlich. Ich öffne heute für euch diese 12 Booster. Und das ist jetzt der Part 1. Da, obwohl ich beim letzten 100 Abonnenten-Special, wo ich mit 100 Abonnenten angefangen habe, als zu reden, habe ich Rüd Gülli gezogen. Ja, als Legend in den Megapacks. Also fand ich richtig cool. Hinten auch spiegelt kein bisschen als, was heißt spiegelt kein bisschen? Es sieht nicht so hart aus wie bei den normalen Hüllen. Also, das sind Turnierhüllen. Tournament Sleeves habe ich mir bestellt auf eBay. 100 Stück. Also, ich glaube, die sind sogar noch dort. Die kann man, glaube ich, noch kaufen. Dann stelle ich den Typ mal in den Hintergrund. So. Ich beginne jetzt einfach mal mit dem ersten Päckchen. Ich denke, ich mache ein bisschen schneller vielleicht. Denn ich denke, ja. Ich mache jetzt erstmal diese Päckchen und Bundesliga Chrom dann. Und dann folgt in den nächsten Tagen auch noch Part 3, 3, 4, 5, 3, 4, 5 folgt dann noch. So, dann fange ich mal an. Hier haben wir einen Gelbscheitel-Amazone, südamerikanischer Lungenfisch, Riesenseerose, Übersteiger und wir haben als Paddy-Steckfigur Nigeria. So, das war jetzt das erste Päckchen. Ich glaube, ich reiße jetzt als nächstes direkt einfach mal zwei auf, damit es einen Tick schneller geht. Okay. So, dann hätten wir das. Hat nicht so gut geklappt. So. Ich habe jetzt auch das Album. So. Fangen wir einfach mal an mit den 10 Stickern. Jetzt haben wir einmal Costa Rica als Paddy-Steckfigur. Dann als nächstes, jetzt fährt gerade ein Zug vorbei. Videowand im Stadion. Cool, das habe ich auch noch nie gesehen. Danach Sticker Kaktus. Entschuldigung, das war jetzt gerade mein Handy. Danach brasilianischer Riesenläufer. Danach Arapaima. Großer Ameisenbär. Italien. Cool, der Jaguar auf dem Poster. Dann der teuerste Spieler, das gucke ich mal. Mesut Özil. Sieht so aus. Okay. Und in Kaká, so noch in Brasilien mit 65 Millionen. Ja, okay. Und dann kommen wir auch schon zu Paddy Steckfigur wieder. Südkorea. Okay. Dann reiße jetzt einfach mal eins auch wieder auf und mache jetzt einfach mal weiter. Ich hätte eigentlich auch zwei Parts hier draus machen können, aber nee, eher nicht. Brasilianische Finte, das ist, glaube ich. Ah, den Trick kenne ich, aber ich glaube, der heißt etwas anders. Ich weiß aber gerade nicht wie ungefähr. Ich kenne den.
Aber ich bin mir gar nicht so sicher. Ich spiele ja selbst Fußball, aber ich habe den Trick noch nie versucht. Ich versuche generell nicht so viele Tricks beim Fußball. Hauptsache ist es richtig, Hauptsache ist es gut gespielt. Dann habe ich als nächstes eine Geißelspinne. Danach einen Kaktus schon wieder. Und erstes Fußballspiel. Kurz Pause und dann einfach durchlesen. Und zu guter Letzt noch eine Patty-Steck-Figur. Belgien. So, darin hatten wir jetzt zwei Fußballkarten. Ich denke, ich mache auch bald ein Mappen-Update von diesen Stickern. Ich finde die Sticker eigentlich sehr, sehr cool. Okay, da haben wir auch eine coole Patty-Steck-Figur, habe ich gerade gesehen. So, fangen wir an. Südamerikanischer Fischotter. Entschuldigung. Danach Blattschneiderameise. Einen Gaucho oder Gaucho, dann Flutlicht. Und wir haben Brasilien als Paddy-Steckfigur. Cool, die fehlt mir auf alle Fälle noch, das weiß ich. So, wie viele Packs haben wir jetzt geöffnet? 1, 2, 3 sind es, glaube ich. Ja. 3, 4, 5. Kommen wir alle auf die andere Seite. Muss ich das kurz transportieren. So, und dann zeige ich euch das nachher, wie viel Müll das jetzt gemacht hat. So, dann mache ich einfach weiter mit dem nächsten Pack. So, da haben wir einmal einen Zitteraal, einen Passionsfalter, Ölpalmenfrüchte, Fußballgraffiti, cool. Und wir haben Ghana als Paddy-Steckfigur. Den habe ich, glaube ich, auch schon. Eigentlich kann ich auch an den Steckfiguren nachzählen. 1, 2, 3, 4, 6. Also sind wir jetzt bei der Halbzeit. Ja, das stimmt. So, dann mache ich das mal so. Cool. Okay, wir haben einmal einen gelb, jetzt habe ich schon wieder viel falsch gesagt. Gelb gebändeter Baumsteiger, goldenes Löwenäffchen. Capoeira-Tänzer und wieder eine der Videoleinwand im Stadion. Also, ihr könnt die sicher auch bei mir abtauschen. Und wir haben jetzt fertig Deckfigur Kroatien. Cool. Zwei Stück noch, dann haben wir noch drei, also eigentlich noch fünf gesamt in diesem Opening. Als nein, als, da haben wir Spanien. Einen Stummelfüßer. Die Christusstatue in Rio de Janeiro. Und den Hackentrick, der heißt auch Rainbow Flick. Und wir haben als Paddy-Steckfigur Frankreich. Jetzt wird es ja immer mehr, also vorher kamen so die nicht so starken Länder, jetzt wird es immer stärker von den Paddy-Steckfiguren her. So, vier Päckchen haben wir noch. Und ich habe schon wieder auf die falsche Seite gemacht. So, aber die lassen sich auch gut stapeln, nicht so wie die Booster immer. So. Da haben wir einmal einen Fischbussard, eine Drachenechse, Iguatu oder so, Wasserfälle und Rekordspieler. Das ist Lothar Matthäus für Deutschland und Cafu für Brasilien. Und dann haben wir Costa Rica als Paddy-Steckfigur. So. Die letzten drei Booster oder Sticker-Päckchen werden jetzt geöffnet und danach gehe ich sie mal einsortieren, das dauert ja immer ewig lang. So, also ich brauche dafür ewig, weil die muss man, da muss man zuerst die Seite so leicht drunter anheben, damit man so ein Ding vorschieben kann, wo dann die Karte in einem Ende reingeht. Und dann muss man es nochmal an der anderen Seite so hoch, damit es auf der anderen Ende, an der anderen Seite reingeht. So, da haben wir, glaube ich, ein Schlangenpack. Fast. So, grüne Anaconda, falsche Korallenschlange. Da haben wir einen großen Ameisenbär und Futsal. Da spielt man ja mit einem schwereren Ball. Oder ein wenig weniger aufgepumpter. Also das ist cool, dass es sowas auch da gibt. So, und wir haben jetzt bei die Steckfigur die USA. So, das Video geht jetzt schon fast 10 Minuten. Also ab jetzt, wenn ihr jetzt drauf guckt, dann fehlen noch 10 Sekunden knapp. So, es wird tatsächlich mit den Paddy-Steckfiguren immer besser.
Ich habe jetzt gerade schon wieder gesehen, da war jetzt wieder eine sehr, sehr gute Mannschaft dabei. Von denen fehlen mir noch welche. Grüne Ameive, Brillenkaiman, Kinder in Brasilien, Videowand schon wieder und wir haben Niederlande. Der sieht cool aus, finde ich, auch wie der Paddy angezogen ist. So. Kriege ich das gar nicht auf. Ja, und es bleibt so gut mit den Teilen, mit den Paddy-Stack-Figuren. So. Ah. So, jetzt haben wir's. So, da haben wir einmal ein Rotkehlchen, Rotscheitelmückenfresser, Bananenspinne, Kinder in Brasilien schon wieder und wieder Rainbow Flick oder Hackentrick, so wie es hier gemacht ist. Und wir haben England als Paddy-Steckfigur. So, 12 Paddy-Steckfiguren, ihr alle. Es waren, glaube ich, auch Doppelte dabei. Also nein, wir hatten hier keine Doppelten drinne. Es waren ein paar gute dabei. Und das sind unsere ganzen Karten und Sticker und Paddy-Steckfiguren. So. Okay, das sind alle. Das müssten ja jetzt eigentlich 60 Stück sein. 12 mal 5, ja, das passt, denke ich. So, und jetzt. Alles voll. So, aber das war's dann heute auch schon wieder mit meinem Brasilien-Opening. Brasilien, entdecke Brasilien. Ich sag danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und vielleicht denke ich auch dran, Boost-Kanal zu verlinken, also diesen hier. Vielleicht denke ich dran, denn manchmal vergesse ich das, wenn ich da halt die Videos dann auf dem Laptop habe und sie dann nicht direkt so benannt habe. Ja, okay. Dann bedanke ich mich mal herzlich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei Bundesliga Chrome. Euer Jigibao. Ciao.